Was ist eigentlich ALS und was geht im Körper mit ALS vor? Das sehen Sie aus den von mir zusammengeschnittenen Bildern aus der Pulssendung wie nachfolgend gut hervor. ALS ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die Nerven im Hirn und Rückenmark steuern die Muskulatur. Bei ALS sterben sowohl Nerven im Hirn wie die im Rückenmark ab. Dadurch erhalten die Muskeln keinen Impuls mehr. Folge Muskelschwund. Je nach Krankheitsverlauf sind in unterschiedlicher Reihenfolge die Muskeln der Extremitäten betroffen, von der Kau- und Schluckbereich und das Atemzentrum. Es ist ein langsam fortschreitender Lähmungsprozess. Intelligenz und Fühlungsvermögen bleiben dabei erhalten. ALS kommt halb so viel mal vor wie Multiple Sklerose und man kennt die Krankheit seit 1869. Die Lebenserwartung ist statistisch zwischen 2